So bricht die Dämmerung herein im 100-Morgen-Wald. Winnie Pooh ist auf dem Weg zu seinen Freunden. Nabbel, was machen die Falken? Alles frisch? Ich glaube, ich habe ihn verstört. Der möchte mal ein ernstes Wörtchen mit mir reden. Da waren die Arme ein bisschen kurz, ne? Komm, mein Süßer. Du willst mir doch an meinen kleinen süßen Dwight hintern. Ich seh's ja an der langen Nase an. Leute, passt auf. Ich gehe da rein wie der verdammte Secret Service, Alter. Agent 00 Dwight ist am Start. Verdammt, den kriege ich nicht mehr. Oh, da war eine Falle. Ich habe einfach einen fetten Haufen drauf gesetzt. Interessiert mich nicht. Wenn der nicht hinguckt, da drücke ich da sogar meinen Arsch rein. Dann nehme ich dir dein Gesicht. In dein Gesicht. Seth, spiel mal wieder DVD. Kannst du mal bitte wieder DVD? Dann spiel mal wieder DVD. Ach, ich soll Fortnite spielen? Na, dann schauen wir noch mal, was so los ist hier im Generatorenland. Ja, hab mich extra rausgeputzt. Ich weiß, fällt jetzt nicht so auf. Ist dieses Bild nicht wert für das nächste Metallica-Cover? Also, wenn das nicht männlich ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, es ist das Osterhäschen. Ich dachte, ich spiele dich, FNAF. Hab mich wohl getäuscht. Guten Tag. Hallöchen, wie geht's Ihnen denn so? Soll ich Ihnen mal meine Paletten zeigen? Oh, schöne Box, nicht wahr? Sie haben übrigens auch Wurfäxte, wenn Sie... Also ich meine ja nur, ich mache ja nur einen Vorschlag, sie müssen auch überhaupt gar nicht auf mich hören. Ich meine, ich habe eh keine Ahnung. Oh, okay, deswegen benutzen wir die nicht. Ja, ich verstehe schon. Nee, ist in Ordnung. Klar, wir können ja auch weiterhin drum rumrennen. Das macht Spaß, nicht wahr? Das ist schon relativ lustig und ich bin eher so ein pflegeleichter Typ, ja. Ich mache mir da gar nichts draus. Dankeschön für die nette Frisur. Spare ich mir den nächsten Friseurbesuch. Ich danke Ihnen recht herzlich. Okay, see you. Na Leute, die gute alte Jägerin. Sie ist schon ein ziemlicher Witzbold, das muss man ihr lassen. Sah ein Knab ein Häslein gehen, Häslein auf der Weiden, war so jung und wunderschön. Das Häslein wird jetzt leiden. Na los. Hast eine relativ kurze Axt. Wolltest du nur gesagt haben. Das war jetzt nicht die schlauste Idee, meine Süße. Schlag mich. Ich hab's verdient. Schlag mich. Ich sollte sofort deinstallieren. Ich bin Trash. Wow, die Killerin ist echt Spaß von 10. Jetzt komm doch mal her hier, mein Herzchen. Das war sehr, sehr ambitioniert. Aber leider versagtest du. Komm, schlag mich. Sie steht nicht so auf diese Gewaltspielchen. Sie hat eher ein zart beseiteteres Gemüt. Also ein Versuch war es wert, oder? Ich bin Trash. Ich sollte deinstallieren. Das hat sie sich verdient. Ich hoffe, ihr ist ein Zahn dabei rausgefallen. Oder ein Ohr umgeknickt oder irgendwie sowas. Ey, Hasenzahn, das war ja wohl nix. Jawohl, gib's ihm, David, gib's ihm. Oder ihr. Das solltest, ich weiß nicht, David, du solltest dich doch nicht gefangen nehmen lassen. Das war doch nicht so abgemacht. Wir hatten doch einen Deal. Hi. Guter Schuss. Okay, Süße, willst du noch ein Ründchen spielen oder bist du jetzt beleidigt? Okay, sie ist bockig. Ja, nee, verstehe schon. Passt für mich. Ich bin raus. Nee, der Typ hat ein rosanes Shirt an. Das ist mir jetzt nicht so geheuer. Die haben halt auch einfach alle nicht mit Sexy Dwight gerechnet, ja? Der Mann, der Mythos, die Legende. Kann verstehen, wenn sich da leichte Überforderung breit macht. Ich bringe immerhin Gehirne zum Schmelzen. Und Herzen. Oh, Etagenarbeit, Leute. Seht euch das mal an. Die Produktivität kennt einfach keine Grenzen mehr hier. Tag 5. Noch haben sie nicht bemerkt, dass ich gar nicht mitarbeite. Jungs, jetzt hier aber mal ein bisschen Betrieb. Ja, genau. Wir essen nämlich heute zeitig. Raste doch nicht gleich aus, Dwight. Es ist ein Engel im weißen Kittel. Ich bin Schockbot. Muss schocken. Ich bin Schockbot. Caveman Dwight, ey. Au! Did
Jetzt halt deinen Mund. Hallo, Scusi. Dankeschön. Ich will mir mal freundlicherweise den Rücken rubbeln. Wäre Ihnen sehr verbunden. Oh, er will nur mich, Freunde. Naja, ich weiß. Ich bin schon leckerli. Oh. Willst du die Palette nicht vielleicht doch zerbrechen? Dankeschön. Jetzt können wir weitermachen. Aber jetzt wird's doch erst richtig spaßig, mein Süßer. Komm, ich zeig dir alle meine Paletten. Scusi. Danke sehr. Och nö. Leute, ich bin einfach zu entzückend. Der kann sich gar nicht mehr beherrschen. Okay. Danke. Er hat gelernt. What the heck? Was ist gerade passiert? Ich bin auf jeden Fall entkommen. Ha, hab ich gut gemacht, nicht wahr? Oh, nö. Och, nö. Ich wollte den guten alten Palette ins Gesicht Reverse-A-Roni, den wollte ich wagen. Hat exzellent funktioniert. Das war eine einzigartige Vorstellung, Seth. Schnell, halte sie auf. Sie verlassen die Map. Halte sie auf. Das ist... Ich meine, danke für den Versuch, appreciated. Ihr solltet gehen, ihr kleinen Zuckermäuse. Was macht ihr? Oh mein Gott. Oh, er ist entkommen. Ich bin Beast, Alter. Niemand kann ihn aufhalten. Da muss ich gleich erstmal fett stuhlen gehen, auf jeden Fall. Pass mal auf, Mac. Du hast dich so tapfer geschlagen, dass die ganze Squad ist hier, Alter. Wir werden dich jetzt sowas von da runterholen. Jetzt. Take a hit, Johnny! Yes! Woohoo. Ich liebe mein Team. Wir sind Götter unter den Lebenden. Oh, geborgte Zeit! Yes! Get wrecked! Get absolutely wrecked, Camper! Bravissimo! Bravissimo! Yes! Yo, Freunde, das waren die lustigen Abenteuer von Winnie Pooh und seinen Freunden. Ihr hattet ja bei euch beim letzten Mal gewünscht, dass ich Dead by Daylight öfters mal so ein bisschen zusammencutte. Heute nur eine kurze Folge, weil ich habe keine Zeit vor dem Wochenende. Ich hab heute einfach keine Zeit. Aber ein kurzes Video ist besser als gar keins, denke ich. Und es steckt ja auch eine ganze Menge an Arbeit drin. Lasst mir auf jeden Fall nochmal Feedback da. Ich werde immer gucken. Ich weiß nicht ganz, wie ich die Bearbeitung mache. So viel wird es nicht sein, dass es nur noch ein kleines bisschen Zusammenhang ist. Zum Beispiel bei den Chases und so, weil das ja irgendwie das Interessanteste ist. So, ich muss jetzt nicht mehr zeigen, wie ich Generatoren mache oder so. Falls ihr Bock habt, das an Cut zu erleben, dann könnt ihr mir gerne auf twitch.tv/sethletsplay folgen. Da bin ich dann live mit immer hauptsächlich Dead by Daylight und so weiter. Und ansonsten wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich auf YouTube jetzt immer mal so eine kleinen Zusammenschnitte von ein paar Runden, um das dem Video ein bisschen halt einfach eine Dynamik zu geben und so. Und das ein bisschen, lustiger zu gestalten. Ich hoffe, das gefällt euch so. Wie gesagt, lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr doch jetzt denkt, okay, nee, ich hab's doch lieber uncut, lieber. Also mir egal, müsst ihr wissen. Und dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und jetzt kommen wir noch zu den Shoutouts. So, fette Grüße gehen heute raus an Team Twitter. Und zunächst erst einmal an Delia, die fragt, ob ich sie noch kenne. Ja, natürlich kenne ich dich. Deine Safe-Zitate-Page ist schon doppelt und 55 Jahre alt. Also das vergesse ich auch nicht. Und wenn ihr eine Fanpage habt oder so und mal irgendwie keine Zeit habt oder so, macht euch nicht so eine Platte, weil der Fakt, dass ihr irgendwie Zeit für mich
aufbringt, um ja, mich irgendwie zu supporten. Und die Community ist einfach unglaublich. Also auf jeden Fall ein ganz großes Herz an dich, wo auch immer du bist. Ich hoffe, du siehst das und lass es dir gut gehen. Dann auch ganz, 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 ganz liebe Grüße an Lena, die ich mit meinen Videos immer den Tag versüßen kann. Das freut mich natürlich außerordentlich. Dankeschön, Herz an dich. Und ja, ich hoffe, das bleibt weiterhin so. Danke dir. Und der Benny schickt fette Grüße rein vom Bodensee. Dankeschön. Die ganze Welt strömt in Herrscharen ein. Wunderschöne Grüße an die wunderschöne Schweiz zurück. Und ja, Dankeschön für deine Unterstützung und viel Spaß weiterhin mit dem Video. So, Leute, jetzt bin ich raus. Ich habe keine Zeit mehr. Wie gesagt, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.